Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playland. Heute haben wir mal ein Dreierblister von Nacht in Flammen mit der schönen Promokarte von Alola Mauzi, die es auch gleich noch zu gewinnen gibt. Und zwar erkläre ich euch gleich, was ihr dafür tun müsst, da ich die Karte ja schon mehrmals besitze, kann man mal wieder was verlosen. An die Leute, die teilnehmen, die minderjährig sind, bitte fragt eure Eltern, ob ihr eure Adresse rausgeben dürft, falls ihr gewinnt. Ansonsten kann wie immer jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt oder EU. Dann haben wir hier, wie gesagt, einmal die schöne Promo mit Alola Mauzi. Diese Karte gibt es zu gewinnen. Dazu gibt es noch den Coin von Lucario dazu. Da haben wir schon mal zwei Sachen. Jetzt ist es das Witzige, dass hier gar kein Code mit dabei war. Auch nicht schlecht. War kein Alola Mauzi Code mit dabei. Enttäuschend, Pokémon Company. Bin mir nicht sicher, ob hier immer einer dabei ist, aber ich glaube schon. Und ich würde sagen, da das ja ein bisschen wenig ist, gibt es dann noch hier die Maschetto Promo aus Schimmernde Legenden und einmal von Nacht in Flammen die Yanzi als Holo. Auch eine sehr coole Karte. Die drei bzw. vier Sachen könnt ihr dann gewinnen in meinem Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird dann, denke ich mal, so sagen wir mal 3 Tage laufen. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach schreiben Hashtag Road to 150 Abonnenten beziehungsweise Road to 150. Das Abonnenten könnt ihr weglassen. Ich schreibe selber nochmal unten mit hin und das ist einfach das, was ihr tun müsst. Lasst auch gerne ein Abo da, dass wir auch die 150 dann knacken. Dann gibt es dann nochmal ein schönes Gewinnspiel. Und jo, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich lege die Karten nochmal hier oben mit ab, dass ihr nochmal sehen könnt, was es zu gewinnen gibt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die 3 Booster rein. Da bin ich richtig gehypt jetzt drauf. Vielleicht ziehen wir ja eine schöne Karte. Und wir fangen an mit Sonne und Mond, Nacht in Flammen, Kapufala, Kapukime, irgendwas. Eins von beiden auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Und ich würde sagen, da hier ja kein Alola Mauzi Code dabei war, gibt es nochmal einen Code Nacht in Flammen dazu. Also habt ihr sogar die Möglichkeit auf 5. Gegenstände, Karten, Codes, Coins, die ihr gewinnen könnt. Dann machen wir weiter mit unserem Opening und wir haben eine Feuerenergie. Dann haben wir die Bodybuilding-Handeln, ein Safcon, ein fleißiges Staffelholz, Sodamark, ein Vegimark, ein Psiao, ein FM, Velursi, ein Kilia in Reverse und die Rare ist nochmal ein Dianzi. Okay. Jo, läuft. Eins wird verlost, das andere kommt wieder zurück in meine Sammlung. Gibt es dann vielleicht beim nächsten Mal zu verlosen. Habe ich ja wieder was. Ich meine, ich habe es eh schon doppelt. Von daher ist es wieder zurück. Auch nicht schlecht. Kann man mal so machen. So, dann machen wir weiter mit Necrozma. Und schauen mal, was hier so schönes mit dabei ist.
Sagen wir mal Guest Energy, ich sage mal Pflanzenenergie. Leider nicht. Wir haben eine Kampfenergie. Ein Wing genau. Ein Porygon 2. Glutexo. Machen wir nur noch die Weiterentwicklung von Glutexo. Dann passt alles. Dann ein Pampoli, Zabladin, Mirapla, Zwirlicht, ein Bubungus, ein Alola Vulpix in Reverse, das ist sehr cool. Und die Rare ist ein Azumarill. Leider kein Hit. Schau doch gerne auf Instagram vorbei. Da poste ich auch jeden Tag ein Foto oder ein Bild. Aktuell streame ich auch mal ein bisschen öfter. Schaut auch gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Ich muss mal gucken, wie ich das noch hinbekomme, dass ich das besser bekannt gebe, wann ich stream. Vielleicht mal, dass ich einfach auf Instagram halt in den Stories reinposte. Wahrscheinlich, dass ich dann online bin oder so. Ist, glaube ich, das Gescheiteste. Also wenn ihr mir da folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Links sind unten mit in der Beschreibung dabei. Genauso wie die Pokémetropole, unser Discord. Da könnt ihr auch gerne mit drauf kommen. Und ich würde sagen, einmal für die Zuschauer hier gibt es einen Nacht in Flammen Code für euch. Einmal zerreißen, dass ich weiß, dass ich den verschenkt habe. Und dann machen wir weiter mit, sagen wir mal, Wasser. Und wir haben Unlicht. Last Booster, Last Magic. Wir machen weiter mit einem Vipitis. Dann haben wir einen Duflor, Lola, ein Bubungus, ein Sankabo, ein Toxipet, ein Seeper, ein Pampoli, ein Vegimak. Vegimak, genau, in Holo. Hashtag immerhin grün. Und die letzte Karte ist, oha, wir haben einen Hit und es ist Kapu Kime in Full Art. Sehr schöne Karte. Die Karte ist sehr schön. Sehr, sehr schönes Full Art Pokémon. Kapu Kime. Habe ich doch nicht gehabt, dass es Kapu Kime heißt. Das war ja auch auf unserem Booster mit drauf. Beim ersten. Oh, ist die schön. Wir haben auch schon die Riffelungen. Leider ein bisschen off-centered hier oben. Aber das macht gar nichts. Ich sammle ja das Set nach den Flammen ja gar nicht. Aber die Karte hier, glaube ich, wandert in meinen Ordner. Die ist echt sehr schön. Da kann man nicht meckern für die Karte. Die schaut echt mega schön aus. Die kriegt auch mal direkt ein Sleeve. Mit einem Ho-Oh drauf. Sehr coole Karte. War doch ein super Dreier-Blister, würde ich mal sagen. Mit dem schönen Kapu Kime hier. Dann haben wir noch Diancie, Kirlia und Vulpix in Reverse. Und auch Vikimak hier. Schaut natürlich auch ganz cool aus. Und wie gesagt, falls ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, Hashtag Road to 150 Abos. Dann könnt ihr Mauzi, Diancie, Machado einmal den Code und einmal die Coin von Lucario gewinnen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euer Green Playland. Ciao, ciao.